So idyllisch ist es hier in der Sächsischen Schweiz. Kein Verkehr, keine Autos, kein Lärm. Nur die Vöglein zwitschern. Und der faule Frankenbettler liegt in seinem Stuhl und kann sich nicht mehr rühren. Die geschundenen Knochen von gestern, sie wollen nicht. Sie wollen sich nicht mehr bewegen. Ich höre ihn den ganzen Tag nur mosern. Na. Oder André ist hart im Nehmen. Der fährt sogar mit seiner geschundenen Hose, nicht nur mit den geschundenen Knochen. Mit der geschundenen Hose. Oh. Ja, zieh nicht dran, das soll nicht kaputt gehen. Nein, die muss noch 10 Jahre halten. Das ist ein Belüftungssystem, das, stimmt? Ja, das ist die neue Castelli-Belüftung. Kann ich empfehlen, die ist sehr luftig. Ja, mit so winddurchlässigen Waben und Sauerstoffaustausch und so. Ja, das ist sensationell. Sensationell. Ja, wir gehen jetzt ein bisschen in die Fränkische Schweiz, auch wenn ich überhaupt gar keine Lust habe. Die Sächsische Schweiz. Aber der andere ist unerbittlich. Habe ich Fränkische gesagt? Nee, Sächsische, ne? Sächsisch. Sächsische Schweiz habe ich gesagt, ne? Sächsische Schweiz. Ne, genau. Und da schauen wir uns jetzt ein bisschen um. Wir haben eine schöne kleine Tour geplant. Oder ich habe die sogar geplant. Die hast du geplant, ja. Mit 1200 Höhenmeter, was mir jetzt wieder Bauchschmerzen bereitet. Wieso? Was ist denn das? Weniger werden besser. Hä? Mit weniger wären wir flach. Ja, das will doch keiner. Wir können auch da unten an der Elbe, oder was ist das? War doch gestern schon flach. Ist das die Donau? Könnten wir auch ein bisschen langradeln. 6 Kilometer nach Königstein, wieder zurück, das reicht. Das mit den ganzen Reiseradlern da unten. Ja, das ist so mein Niveau mittlerweile. Quatsch. Ich kann mich da mittlerweile echt anfreunden. Ich hör gar nicht drauf, was der sagt, der labert nur. Der labert nur. Ja, und jetzt ist Schluss mit Labern. Ich muss mich fertig machen, weil der andere, der wird schon ganz nervös. Doch gar nicht. Der schaut schon mit den Hufen. Es dauert so lange, wie es dauert. Und ja, wie gesagt. Cola. Ja. Also, wir sehen uns auf der Strecke. Genug gelabert. Unsinn hier. Los geht's. Unsere Gruppe gleich gefunden, das Peloton. Ja, heute ist GA0. GA0 ist heute angesagt. Sachsens kürzeste, Straßenbahn in ganz Sachsen. Die Kürnitztalbahn. Das muss man erstmal aussprechen können. Kürnitztalbahn. Mittenhainer Wasserfall. Da geht's los. Ja. Und diesen Gleisen folgen wir jetzt. Ab ins Tal. Materialcheck nach dem Sturz gestern. Verdächtiges Knacken entdeckt. Gehen wir lieber auf Nummer sicher. Ja, dass es einen größeren Knack macht in der Abfahrt.
So, hier ist irgendwo der Lichtenhainer Wasserfall, gleichnamig mit dem Wirtshaus hier. Der macht natürlich gleich ein Bombengeschäft. Mal gucken, ob wir den finden und schauen wir uns den an. Entweder oder, mal gucken, müsste da hinten sein. Ja, an dem Lichtenhainer Wasserfall, da war auch gleichzeitig die Endhaltestelle von dieser Bahn. Da kehrt die dann wieder um. Und wir fahren jetzt das Tal weiter. Schauen wir mal, was uns da noch so erwartet. Wie es hier so aussieht, aber es sieht schon mal sehr, sehr schön aus. Kann nur schlechter werden. Brother, you are the son of the old man. Send me your light. So we can dance in the warmth of your eyes. See me disclose and drop the disguise to be free. Touch you with a smile. You're so mild and tender. But I need to surrender. Sister, glide upon my skin and see me to the anchor, to the softness within. Genial. Where the goddess is sleeping, my senses are leaping. You're the most perfect image on water. To be free, floating with you. What we let me touch you with a smile. You're so wild and captured by the need to surrender. Kirschnitztal? Kirschnitztal? Wie heißt's? Kirnitz. Kirschental haben wir verlassen. Kirschental verlassen. Jetzt geht's in neue Gefilde. Aber erstmal Tiere angucken. Alpakas oder Lamas. Ich kenne den Unterschied nicht. Sehr neugierig. Guck gleich ganz neugierig. Und da kommen schon die Hühner. Glückliche Hühner! Kommt her! Jawohl! Hier gibt's kein Fressen. Hier gibt's die sind frei. Ja, hier gibt's nur den André. Alle sind auch neugierig. Hier die Dorfmühle. Ja, die sind doch interessiert, oder? Nee, die gehen weiter, oder? Und kein Bock auf uns.
gesehen. Bei Rot Motor aus. Mhm. Aha. Warte. Ja. Hey Rapunzel, lass dein Seil herunter. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rapunzel heiß. Nee. Einfach hübsch. Das ist doch nicht Rapunzel hier. Ach, was ist das? Ist das nicht Rumpelstilzchen? Das ist Rumpelstilzchen, ach echt. Ich bin ja, ganz, tatsächlich geil. Ich bin ja ganz schlecht in Märchen. Es wurde mir auch schon mehrmals nachgesagt. Schön groß an dieser Stelle. ja, aber ich glaube, das ist Rumpelstilzchen. Ja, das stimmt. Und ja. Das Rapunzel. So weit reicht es noch. Und Hänsel und Gretel kenne ich auch noch. Ja, alles von den Gebrüder Grimm, oder? Ja, glaube ich. Grimm Brothers. The Brothers of Grimm. Das sieht auch sehr märchenhaft hier alles aus. Man könnte meinen, man ist im Auenland. Märchenhaft. Es geht hier immer rauf und runter, links und rechts und über Hügel und kleine Häuschen und kleine Kirchen und alles. Ja. Noch kleinere Häuschen sehr. Und noch kleinere Kirchen. Äußerst verwunschen. Ja. Aber sehr schön. Und weil es so schön ist, fahren wir jetzt weiter. Ja. Raus aus Ulbersdorf. Genau. Das ist 500 mm breit. Krass. Andres Eisenbahnerherz schlägt höher. So Touristen und so ein Zeug. Befördern die da? Das meinte ich das nicht. So unnützes Zeug. Du meinst aber nicht in diesen Waggons hier, oder? Ohne Fenster. Da wurden auch schon mal Menschen befördert, aber das war eine ganz schwarze Zeit. Oh ja, ist lange her. Ja. Das ist der Endbahnhof hier dann. Wo ist die Lok? Schwarz. Wie heißt die? Schwarzbachbahn. Da steht die Lok. Ah, da kommen wir doch bestimmt da noch rum. Kommen wir. Wir spionieren mal. Ah, nee, leider. Oh. Alles verrammelt hier. Ja, jetzt ist die Lok. Ja? Ich sehe sie nicht. Ja, ja, kann man da, also müssen wir irgendwie mal rüber. Heieiei. Ja, kommst du nicht ahnend hierher? Ja. Ja, irgendwie da und dann wieder hoch. Nürnberger Borch. Hallo, viel Spaß.
und jetzt noch Liegestützen, freihändig. Hau ruck! Nee. Na also. Oh, wie weit geht's da runter? Nur die Kamera weiß es, ich sehe es nicht. Soll die hochheben? Nein. Schön. Geil. Macht das Spaß? Viel Spaß beim Hochstamm. Ich habe jetzt gemeint, da geht es wunder noch hoch. Irgendwie 50 Höhenmeter, da war es ja hier schon zu Ende. Ja. Da haben die das bisschen hier gemeint. Habe ich dir schon mal von dem Anstieg erzählt aus meiner Kindheit? Nee. Erzähl uns einen Schwank aus deiner Kindheit. Also in Hegnenbach, wo ich früher aufgewachsen bin auf dem Dorf, ging es aus dem Dorf raus und dann ging es in einen Anstieg rein auf so einen Berg, ja, auf so einen Hügel halt, so ein Zusmarshauser Hügel. Hubel. Und als Kind war das für mich ein Riesending, ein Riesenberg. Und als mein Bruder da wieder hinzogen ist, habe ich mir gedacht, ich muss da unbedingt mit dem Rennrad mal hoch. Ja, und dann fahre ich da hin, dann war das so 40 Höhenmeter Hügel, ja. So ein kleines Mini-Ding, dass ich in ein paar Minuten hochgestapft bin, in 2 Minuten oder so. Ja, als Kind, und als Kind war das so ein Riesending. Da, oh, da das war alles größer vor. Ja, das war der Wahnsinn, wie hoch das war. Gigantische Höhe, weiter. Und wenn du erwachsen bist, dann denkst du dir, ja, ja. Was habe ich da damals gesehen? Ah, ist das hier? Ach, hier, Medaillen prägen. Okay. Na schön. Dann einwerfen? Achso, ich habe nichts. Oh. Ich auch nicht. Ich habe nur große Scheine. Kannst du das für mich machen? Soll ich mal einen Schein einstecken oder was? Kommt Metall raus. Ja. Die Aussichten wären nicht so gut. Falle eines Falles. So, wir verlassen die Burg Hohenstein und fahren jetzt runter an die Elbe mit einer schönen Abfahrt hier, schöne Schlängelstraße, Kamera auf den Lenker und ab geht's. Tape Deutschland. Erinnert mich. Aber ich will jetzt links fahren. Dann hört auch so die Steigung vom Deutschland. Das hat bloß 5,8% oder so im Schnitt. Oder 6. Da haben wir so kurze Zwischenwellen. Und der letzte Abschnitt ist sehr steil zum Tempel hin, der hat dann so 13%. Aber ansonsten lässt er sich gut rollen. Und auch so sanfte Kurven wie der hier. Aber halt teilweise auch viel Verkehr. Mit stinkenden Taxis. Sammeltaxis. Sonntä. Stimmt nicht. Der andere findet diesen Weg hier okay. Ja, der ist doch okay. Das ist halt alter Asphalt. Uralt. Alter Asphalt. Ja. Gib dir gleich alten Asphalt. Das ist so eine Mischung aus geteert und drüber gewachsen. Wir nennen es mal Moos und Dreck und Natur und alles in einem. Wir nennen es Schrödingers Radweg. Wer ist ein Schrödinger? Schrödinger war so ein Physiker. Ah, okay. Ich kenne bloß Albert Hoffmann. Der war aber
Chemiker. Ja, stimmt. Na gut, weiter geht's. Um die Ecke. Ja, das ist halt meine sensationelle Routenplanung. Ja. Ja? Wenn der Frankenmetterle einmal plant, dann kommt sowas raus. Ja? Ja, ja. Wir fahren nach Wählen. Wählen. Aber guck dir das an hier, ey. Ey, jetzt kommen gleich die Klingonen um die Ecke da. Krass.
Was? Banana? Ja, Bananazeug. Jetzt brauchst du keine Regel mehr. Ich will aber. So, die letzten Meter hier an der Weser entlang. Oder war es die Donau? Man weiß es nicht. Nee, Elbe war es. Die Elbe. Und ja, André braucht noch einen Riegel für unseren Schlussanstieg zur Pension. Wollen wir voll auf die Lippe bissen. Ah ja, auf die Lippe, ja, weil es geht jetzt dann in den Schlussanstieg zur Pension nach Alpe d'Huez. Nochmal steil, mindestens 500 Höhenmeter, würde ich sagen. Ja. Also geschätzt, ne? Und ja, die Fahrbahnbeschaffenheit ist auch nicht so die beste. Steil ist es. Naja, da braucht man schon nochmal einen Riegel. Auf jeden Fall war das die Tour durch die Sächsische Schweiz. Ich war positiv überrascht. Sehr viele Sachen gesehen, die man sogar auf dem Schirm hatte. Vor allem hier diese Walddurchfahrt. Ja, das habe ich auch nicht geplant. Also, ja, die restliche Tour war auch genial. Schon angefangen hier mit dem Tal, mit der Straßenbahn, Kirschental. Und ja. Das ist Kirschental und dann, ja, der Rest war auch sehr schön. Auf jeden Fall, wir fahren jetzt wieder Richtung Bungalow, hauen uns was zu essen rein und sagen Dankeschön fürs Zuschauen. Gebt einen Daumen, abonniert, macht den ganzen anderen Mist. Wir sehen uns beim nächsten Video hier in diesem Theater. Bis dahin.